Einen wunderschönen guten Morgen oder Mittag oder Abend, meine lieben Hochfrequentler, Freunde da draußen und herzlich willkommen zu diesem neuen weiteren Video hier auf meinem Kanal Raise Your Frequency, erkenne dein Licht. Ja, ich hoffe, es geht dir prächtig, falls du dich wunderst, wie ich zu dieser Jahreszeit hier so locker flockig im Hemd rum stolzieren kann. Das liegt daran, dass ich gerade mich auf Korfu befinde. Ich hatte das Privileg, hier an einem Kurs im Wundernseminar teilzunehmen vom lieben Gottfried Sumser. Es war ganz große Klasse, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir haben so viel gelacht, habe selten so viel, also das erlebt, dass auf einem Seminar so viel gelacht worden ist. Ja, in diesem Video wird es um den bevorstehenden Vollmond im Zeichen des Widders gehen. Und dazu möchte ich gerne ein, zwei Worte verlieren und ich freue mich, wenn du mich hier auf meinem Abendspaziergang begleitest. Wir machen noch ein kleines Intro-Video und dann tauchen wir tief hinein. Es ist doch ein interessanter Vollmond mit vielen, ja, schon anspruchsvollen Aspekten. Die große Überschrift, die ich dem Ganzen geben würde, ja, es ist wieder das Thema Partnerschaft und Beziehung. Es ist auch immer noch an der Mondknotenachse, sprich karmische Verbindungen. Und das große Thema ist also Sicherheit und Autonomie, würde ich es nennen. Ja, kurzes Intro noch und dann erzähle ich dir, was ich damit im Detail meine. Bis gleich. Ja, und bevor wir jetzt tiefer einsteigen, möchte ich, dass wir uns gemeinsam einen kurzen Augenblick Zeit nehmen und mal ganz kurz hier auf diese Ebene zusammengehen. Denn wenn wir hier angekommen sind, dann brauchst du das Video im Grunde gar nicht mehr länger anhören, denn nur darum geht es hier, unsere Wendeltreppe von hier oben nach unten gehen, Stufe für Stufe. Mach dir das mal, nimm dir diesen kurzen Augenblick mit mir, schließ deine Augen. Nimm ein, zwei tiefe Atemzüge. Atme aus, lass sie los, entspann die Schultern, entspann den Kiefer. Leg auch gerne wie ich eine Hand auf dein Herz und fühle die Liebe, die du bist. Und dann dehne sie aus deinem Herzensraum, fülle deinen ganzen Körper mit dieser Präsenz, mit diesem Licht. Und jetzt gerade ist hier die Laterne über mir angegangen mit diesem Licht. Das war das Stichwort. Ja, dann öffne gerne wieder deine Augen und solltest du zum ersten Mal hier vorbeischauen, habe ich inzwischen doch zur Gewohnheit gemacht, weil ich das sehr, sehr schön finde. Wenn du zum ersten Mal hier bist, dann heiße ich dich ganz besonders herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Kunisch und ich mache diesen Videos hier auf dem Kanal, weil ich gerne einen Beitrag leisten möchte zu dieser besonderen Zeitqualität, die wir hier auf dem Planeten Erde gerade haben. Es ist eine aufreibende Zeit. Es wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang so bleiben. Ich habe immer gedacht, so ja, ich kenne das auch aus Hörensagen von einem befreundeten Medium, die hat gedacht, ja, jetzt helfe ich halt mal so ein paar Leuten und in einem halben Jahr ist die Sache gegessen. Und ich dachte auch, ja, jetzt machen wir halt mal hier diese spirituelle Entwicklung gemeinsam und erwachen und dann ist die Sache relativ schnell durch. Aber, und das hast du wahrscheinlich auch bereits gemerkt, es dauert doch ein paar Minütchen länger, als man das sich vorgestellt hat in der Regel. Aber es macht auch gar nichts. Es bleibt einfach spannend und abenteuerlich. Und ja, dieser bevorstehende Vollmond, was bedeutet das Zeichen des Widders? Widder ist das erste Zeichen im Tierkreis und da geht es um Voranpreschen, nach vorne gehen, einfach gezielt gerade. Es ist auch ja mit Egoismus verbunden, auch mit einem gesunden Egoismus kann es verbunden sein. Das heißt, man will einfach sein Ding machen.
Man schaut nicht unbedingt auf die anderen, sondern man hat die Idee und man fackelt nicht lange und geht bam durch die Wand durch. Demgegenüber steht immer das polare Gegenteil, Gezeichen. Das ist in diesem Fall die Waage, in der sich die Sonne noch befindet. Der Vollmond findet übrigens am 17.10. um 13.26 Uhr, ich glaube auf 24 Grad statt. Und ja, so viel dazu, falls du das noch nicht wusstest. Das Zeichen der Waage im Gegenzug ist das Gegenteil. Das möchte also Ausgleich schaffen. Das schaut sehr wohl, was passiert in meinem Umfeld. Also vage Menschen haben sehr dieses Feldbewusstsein und gucken, wie geht es dem anderen. Oftmals geht das Ganze so weit, dass sie gar nicht mehr wissen, wer sie selber unbedingt sind, weil sie sich komplett über den anderen identifizieren. Sorry, wird kurz laut und ich hoffe auch, dass ich noch genug Tageslicht habe. Ich bin ein bisschen spät hier losgekommen. Ansonsten stelle ich mich einfach wieder unter die Laterne. Also eigentlich wollte ich mit dir noch ans Meer gehen, das schaffen wir schon noch. Und ja, also da haben wir schon mal die große Polarität oder das Gegenüberstehen von Kräften der Sonne in der Waage und der Mondin im Zeichen des Widders. Wir haben die Mondknotenachse, es ist zwar keine Eklipse mehr, also Sonnenfinsternis oder beziehungsweise Mondfinsternis, aber wir haben immer noch die Mondknotenachse nah dran. Das heißt, auch hier geht es nach wie vor um die Aufarbeitung von karmischen Mustern von der Vergangenheit. Und wir haben auch die Lilith, ist nicht allzu weit weg von dem Ganzen, und auch den Chiron, den verletzten Heiler, unmittelbar neben dem Mond. Und auch das wiederum zeigt uns, ja, das kann ganz schön tief gehen. Das kann auf jeden Fall eine große Verletzung aufreißen. Und natürlich sind wir würdig oder würdevoll, ja, und ehrenhaft. Und inzwischen kennen wir es ja. Es tut weh, aber wir tragen das Ganze mit Würde, mit einer gewissen inneren Haltung der Erhabenheit und wissen, wir sind Kinder des höchsten Lichtes und das verkörpern wir auch. Und wir haben auch diese Selbstbeherrschung, und das ist wirklich wesentlich, dass wir nicht einknicken, sondern diese hohen Energien einfach für einen Moment mal aushalten und tragen. Und wir wissen auch, das geht wieder vorbei. Und natürlich ist hier auch eine gewisse Gefahr, denn man kann auch, indem man dann nur diese Härte an den Tag legt, verpasst man vielleicht den Moment, wo man sich hingibt, wo man sich ganz hineinfallen lässt, sodass dieses Gefühl, dieser Zustand auch wirklich Raum bekommt, da zu sein. Also, es ist wichtig, gleichzeitig nicht einzuknicken und sich in seiner Sentimentalität oder übermäßig Emotionalität zu baden, zu suhlen. Gleichzeitig müssen wir auch wirklich achtsam sein, dass wir ja nicht zu hart sind, sondern dass wir auch uns öffnen, damit das Ganze auch, wenn die Tränen kommen, dass sie auch fließen können. Also es ist einmal dieser männliche Härtepol und dann einmal dieser weibliche, und wir müssen wie immer ein Gleichgewicht, eine Gratwanderung dazwischen wählen. Das ist auch wieder Widder und Waage, könnte man sagen. Waage als weibliches, weiches Venusprinzip, Widder als männliches Prinzip. Und wer ist der Herrscher des Zeichens Widder? Man muss sich also immer angucken, den Herrscher dieses Zeichens, was macht er? Weil er bestimmt zu einem Großteil, welche Musik hier spielt. Und das ist also in dem Fall Mars. Und Mars ist also ganz schön heftig aspektiert in diesem Vollmond. Wir haben also eine T-Quadrat tatsächlich zu Mars rüber, der also Quadrate in beide Richtungen hat. Also Quadrate von Chiron, von Mond und auch zur Sonne rüber. Mars steht im Zeichen des Krebses. Und der Krebs ist also das Zeichen, wo es um Familie geht, wo es um das eigene Zuhause geht, wo man also ja, guckt, dass man sich daheim geborgen fühlt. Und Mars als Macher möchte also dafür Sorge tragen, dass
dass das Zuhause jetzt schön wird. Das habe ich auch in meinem Monatsvideo gesagt. Wenn der Mars in das Zeichen des Krebses eintritt, dann heißt das, dass wir uns den Raum nehmen dürfen, uns das daheim einfach gemütlich zu machen. Und auch in Anbetracht dessen, dass es einfach wirklich prekäre Zeiten sind, wo man immer noch nicht weiß, wie geht's weiter mit dem Geldsystem, vielleicht immer noch Versorgungsketten nicht wieder ganz hergestellt sind. An der Stelle möchte ich auch betonen, ich will hier keine Angst oder irgendwas machen, sondern wenn du hier bist und in deiner Anbindung an das Göttliche, dann hast du überhaupt nichts zu befürchten, ja? Wir sind übrigens am Meer angekommen, wie du siehst. Wir haben noch ein bisschen Sonnenuntergang, den wir mitnehmen können. Ich hoffe, dass es nicht zu windig ist. Ja, also, es geht darum, dass wir nichtsdestotrotz auch Vernunft walten lassen. Klar, das Licht wird dich immer begleiten und versorgen. In diesem Vertrauen sollten wir immer sein. Gleichzeitig denke ich immer auch, dass es intelligent ist, wenn man sich für die ein oder andere Situation einfach ein bisschen vorsorgt. Und die Sterne stehen eben genau günstig dafür, dass du genau das jetzt machst. Das heißt, nimm dir ruhig den Raum, die Zeit, um Vorkehrungen zu treffen oder es dir einfach so schön zu machen zu Hause, dass es dir egal ist, dass da draußen vielleicht übergangsweise die Welt untergeht. Es sind schon auch, also wenn, ich weiß nicht, inwiefern du die Medien verfolgst, aber in den Vereinigten Staaten geht es einfach so ab, was da jetzt los ist mit der Wahlkampagne. Es gab, was weiß ich, wie viele Attentatsversuche inzwischen auf den voraussichtlich nächsten US-Präsidenten Donald Trump. Und es hat sogar Joe Biden die Info, also der noch amtierende Präsident, gesagt, dass Trump fortan, also als wäre amtierender Präsident, Schutz bekommen soll, was ich sehr ehrenhaft finde. Und ja, dann wird dort jetzt gerade dieser Fall aufgedeckt mit P. Diddy. Comp heißt er, also ich kenne den aus meiner Jugend, weil er Gangster-Rapper war und ich also in meiner Jugend mir ziemlich viel diese Musik angehört habe. Und also der mitgrößte Musikproduzent und es ist wieder so wie dieser Epstein-Fall, wo einfach jetzt sehr viel Pädophilie und diese ganzen Sachen in den höchsten Kreisen aufgedeckt werden und wir haben immer noch keine Vorstellung, wie weit das also wirklich geht. Das ist unfassbar, was da an Düsterheit und eben gerade sogar amtierende Präsidenten wie Barack Obama und wir werden sehen. Ich kann nicht, es wird sowieso alles an die Bildschirmoberfläche kommen und das ist gut so. Denn dadurch kann es erlöst und geheilt werden. Andernfalls kann es das überhaupt nicht. Ja, was können wir uns also noch anschauen? Wir haben, um was diese ganze Situation, diese ganze Spannung etwas entlastet mit den ganzen Quadraten. Das ist also ein Trigon hin zu Neptun. Neptun ist im Zeichen der Fische im zweiten Haus. Und Neptun ist also, ja, der da ein bisschen das Gefühl von Liebe und Verbundenheit nach oben, also der unsere Anbindung stärkt. Und ja, auch das Gefühl von Sicherheit spielt also hier auch eine Rolle im zweiten Haus, das ist das Haus des Stieres. Hier möchte also auch nochmal diese Frieden einfach, diese Sicherheit, diese Stabilität Einkehr halten. Und dann haben wir also auch nochmal von Neptun rüber zur Venus ein weiteres Trigon. Die Venus befindet sich aktuell noch im Zeichen des Skorpions, also für Beziehungen auch wiederum stehen. Sie ist gleichzeitig im 11. Haus, was auch für die Verbündeten, für die Beziehungen steht, unter anderem auch für die Freiheit natürlich. Also überhaupt auch wiederum passend zu der Luftepoche, die jetzt bald wirklich ihren Höhepunkt, also noch nicht den Höhepunkt erfährt, aber der nächste große Parameter kommt mit rein, wenn der Pluto im November wieder ins Zeichen des Wassermanns wechselt. Und dann seit Dezember 2020, seit der großen Konjunktion, sind wir also in der Luftepoche und die steht ganz klar für Freiheit, für Brüderlichkeit, für Nächstenliebe, für Verbundenheit. Und da sind wir also
drauf und dran und all diese Dinge müssen an die zutage gefördert werden. Auf der weltpolitischen Ebene, aber natürlich auch ganz klar in uns. Und wir wissen alle, wie unangenehm sich das immer wieder anfühlen kann. Und auch deswegen, jedes Video ist immer wieder diese Botschaft mit enthalten. Es ist alles göttlich geführt. Du bist mit so wundervollen Lichtwesen an deiner Seite. Wenn du wüsstest, wer mit dir gerade diesen Weg geht, wer jetzt feinstofflich an deiner Seite steht, du hättest nie wieder Angst. Du würdest dich in diesem unendlichen Vertrauen komplett deiner Führung übergeben und genau das ist immer die Einladung. Das ist das unser täglich Brot, das ist die tägliche spirituelle Praxis und mehr gibt es nicht zu tun. Das ist wirklich so, mehr gibt es nicht zu tun. Du wirst dann göttlich geführt und du erhältst alle Informationen, die du brauchst. Deswegen immer wieder das tägliche Einchecken, immer wieder dieses, wir müssen unbedingt diese Wachheit an den Tag legen, damit wir das nicht vergessen. Hier oben siehst du übrigens, da ist ja schon die Mondin, ja. Sie ist noch nicht ganz voll. Es sind noch 2 Tage bis zum Vollmond. Ja, es ist wunderschön. Ich bin sehr dankbar nochmal hier. Diese Stimmung, schau dir das mal an. Also, es gibt ein Lied von Hillsong. Das ist eine christliche Band. Die machen so schöne Musik. Und da singt er mal unter anderem Every Painted Sky, a Canvas of Your Grace. Ich übersetze, jeder bemalte Himmel wie eine Leinwand deiner Gnade. Und schau dir das an, also das ist diese Liebe, die wir sind, die dich führt. Deswegen mach dir keine Sorgen. Wenn du mit Gott in Verbindung bist, du kannst mit verbundenen Augen durchs Minenfeld laufen. Und ich weiß, es ist ungemein anstrengend immer wieder. Und klar, manchmal an manchen Tagen, es ist ja auch immer wieder, weißt du, diese Aspekte, all das, was ich jetzt in Form der Planeten gerade am Firmament zeigt, das geht ja in verschiedenartige Wechselwirkungen mit deinem individuellen Horoskop. Das heißt, da kannst du dir auch angucken, ja, in welcher Art und Weise stehen diese Planeten jetzt gerade zu meinem Geburtshoroskop. Und an manchen Tagen, ja, da geht einem einfach der Arsch auf Grundeis. Und dann nicht verzagen, das ist dann einfach eine Tagesenergie. Dieser Spruch ist immer wieder hilfreich, auch das geht vorbei. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen gesegneten Vollmond. Es gibt noch diverse weitere Aspekte, also der ist wirklich reichhaltig, dieser Vollmond. Aber ich würde es gerne dabei belassen. Ich habe, glaube ich, die wesentlichen Sachen aufgeklärt. Also, so, bevor die Sonne komplett am Horizont verschwunden ist, einen wichtigen Aspekt möchte ich gerne noch hinzufügen, den ich versäumt habe zu erwähnen, der auch wiederum mit der Thematik Sicherheit und Stabilität in Verbindung steht, nämlich eine Opposition zwischen der Venus, die noch im Skorpion sich befindet, zu Uranus, der gegenüber im Stier steht. Also Stier haben wir ja schon bei Neptun gehabt, das ist das zweite Haus, Stabilität, Finanzen, Sicherheit. Uranus, der dort neue Wege beschreiten möchte, also und Venus, die ja das Zeichen Stier regiert gegenüber, die also ja das Ganze wiederum in der Opposition ins Wackeln bringt. Es geht also ganz klar zu diesem Vollmond um diese Thematik, ja, Zuhause, Geborgenheit, auch die Stabilität und die Sicherheit in Verbindung mit Mars, der ja Regent ist dieses Vollmonds im Zeichen Krebs, wo es also um die Familie geht, um die, ja, das eigene Haus und dann wiederum Stier, auch wiederum Haus, Stabilität, Finanzen. Wir können uns also grundsätzlich die Frage stellen, ja, wann fühle ich mich in Sicherheit? Wann fühle ich mich geborgen? Wann fühle ich die Stabilität? Das also nochmal hier dieser Impuls für dich und in diesem Sinne bis immer gleich. Schau, dass du in dir die Stabilität findest, dass du dich weiter mit deinen Verbündeten, dass du wirklich mehr und mehr einfach deine eigene neue Erde kreierst in deinem kleinen Umfeld und dann wird sie sich immer weiter ausdehnen.
Es wird so weit gehen. Ich meine, die Politiker, ich habe jetzt gerade wieder gelesen, Pflegeversicherung für alte Menschen, kein Geld mehr. Und daneben dann die Meldung, Scholz schickt wieder neues Milliardenpaket in die Ukraine. Das Spiel wird so lange gehen, bis wir einfach sagen, es ist Krieg und es geht keiner mehr hin. Bis einfach wir so viel Bewusstheit haben im Kollektiv, dass sie sagen, ey, ganz ehrlich, nee. Aber die Angst ist scheinbar immer noch zu groß. Deswegen auch das immer wieder ins Herz, immer wieder auch für die anderen, für dich beten und für die anderen. Und dann, früher oder später, wir können nie den genauen Zeitpunkt erahnen, wir können immer viel spekulieren, aber was wir tun können, ist unser täglich Brot, jeden Tag unsere spirituelle Praxis, uns immer wieder ausrichten, mit der Erde verbinden, mit der Sonne verbinden und mit der wunderschönen Natur verbinden. Alter, schau dir das mal an, das sieht hier auf der Kamera noch intensiver aus als, naja, in echt sieht es schon auch wundervoll aus. Ja, ich werde mir jetzt noch ein paar Minuten hier in der Stille genehmigen und wünsche dir also einen wundervollen Vollmond und einen restlichen Oktober. Ich kann dir noch anbieten, dass du bei der Atemreise, ich glaube am 22.10. mit dabei bist. Da werden wir also nochmal ganz intensiv dort reingehen. Die Erde 3.0, 3D-Ebene, nicht 3.0, die 3D-Ebene hinter uns lassen. Solange jetzt noch Pluto im Steinbock verweilt, wollen wir nochmal die alten Verträge beenden, ganz bewusst. Mithilfe des verbundenen Atems und der Musik und meinen geführten Meditationen, sei gerne mit dabei. Gibt noch ein paar freie Plätze und in diesem Sinne Namaste und bis immer gleich, dein Philipp. Ciao.